Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in den nächsten Minuten zeige ich dir, wie ein Fake-Bündchen angenäht wird. Viel Spaß! Ein Fake-Bündchen oder auch faules Bündchen genannt, ist, wie der Name schon sagt, eigentlich gar kein richtiges Bündchen. Diese Methode eignet sich aber hervorragend, um es später so aussehen zu lassen, als wäre ein richtiges Bündchen klassisch angenäht worden. Wie das mit der klassischen Methode funktioniert, zeige ich übrigens hier oben in dem anderen Video. Und wenn dir dieses Video gefällt, gib mir doch einen Daumen hoch oder schreib mir was Nettes unten in die Kommentare. Das Fake-Bündchen nutze ich besonders dann gerne, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn ich einfach kein passendes Material für ein klassisches Bündchen da habe. Wie das jetzt genau funktioniert und was du besonders bei der Vorbereitung beachten musst, zeige ich dir jetzt. An diese Leggings soll jetzt hier unten ein schmales Fake-Bündchen genäht werden. Nach der klassischen Methode müssten jetzt hier noch 2-3 cm Bündchen unten angenäht werden. Das ist beim Fake-Bündchen nicht so. Beim Fake-Bündchen müsst ihr vorher, also beim Zuschneiden des Stoffes, schon das Bündchen mit dazu rechnen. Damit der Ärmel oder das Bein später die richtige Länge haben, müsst ihr beim Zuschnitt die Endlänge nehmen plus die Breite des späteren Bündchens plus eine kleine Nahtzugabe. So habe ich mir das jetzt hier einmal zugeschnitten und jetzt klappe ich mir einmal den Stoff unten rechts auf rechts. Und zwar die doppelte Länge, die ich dann nachher für das Bündchen haben möchte. Und klappe jetzt die andere Hälfte wieder komplett zurück, sodass hier das einmal Kante auf Kante liegt. Das fixiere ich mir jetzt mit einer Klammer. Und zwar rundherum, also erst an der einen Seite, dann gehe ich auf die gegenüberliegende Seite, klappe das hier dann hoch, Klammer dran. Jetzt nehme ich mir die andere Seite hier, wo noch nicht die Naht ist, schön glatt sauber übereinander legen, Klammer dran und das gleiche dann bei der Naht. Hier ein bisschen darauf achten, dass die Naht schön flach auseinander liegt, damit das an der Stelle nachher nicht zu sehr knubbelt. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt hier einmal das Bündchen schon sauber gelegt. Jetzt wird das hier einmal rundherum festgenäht. Ich nutze dafür gerne die Overlock-Maschine. Ihr könnt das aber auch mit der normalen Nähmaschine machen. Dabei nur bitte darauf achten, dann einen elastischen Stich zu wählen. Das Bündchen lege ich mir jetzt immer so unter die Maschine, dass ich auf der Innenseite nähe. Dabei immer jetzt darauf achten, dass die Kanten wirklich hier schön übereinander sind und entsprechend parallel hier unter die Maschine laufen. Jetzt muss ich nur noch die beiden Bündchen einfach nach unten klappen und schon sieht es aus, als hätte ich ein ganz normales Bündchen nach der klassischen Weise angenäht. Der große Vorteil dieser Methode ist auch, dass ich hier auf jeden Fall mit den Nähten genau exakt übereinander komme und das richtig sauber aussieht. Hast du diese Methode schon mal ausprobiert? Wie waren deine Erfahrungen? Schreib es mir doch einfach unten in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch oder lass dir ein kostenloses Abo da. Dann verpasst du auch nicht, wenn es wieder was Neues auf meinem Kanal gibt. Ciao!